Hallo Leute von heute. Heute stelle ich euch mal alle Lone Ranger Sets vor, die es jemals gab. Und ja, vorneweg, es gab insgesamt 6 Sets und die sind alle aus dem Jahr 2013. Im Hintergrund könnt ihr auch schon direkt das erste Set sehen, und zwar Kavaliere Baumeister Set. Das hat 69 Teile enthalten und 13 US-Dollar gekostet. Und ja, dazu gibt es zu sagen, es sind auf jeden Fall sehr schöne Minifiguren mit dabei. 4 Stück. Ich würde auch sagen, dass es eher ein Minifiguren-Pack ist, aber dann sind dann doch dafür zu viele Steine mit dabei. Weil wir haben hier auch noch ein Pferd mit dabei und eine Kanone plus noch so ein kleines, was soll ich sagen, so ein Ding, wo auch eine Flagge drauf ist. So eine kleine Mauer, könnte man sagen. Auf jeden Fall ein sehr cooles Set. Als nächstes haben wir das Comanche Camp. Das hat 161 Steine enthalten, 3 Minifiguren und 20 US-Dollar gekostet. Man sieht auf jeden Fall das Zelt, das wurde nicht aus einzelnen Bricks gebaut, das wurde von diesen Plastikteilen dann zusammengehalten. Das haben die früher auch etwas öfter gemacht, auch zum Beispiel bei Lego Avatar beim Lufttempel oder so. Kann man sehen, das finde ich nicht ganz so schön. Mit dabei ist dann auch noch so ein Kanu. Das ist sehr schön. Die Minifiguren, die dabei sind, sind auch wieder echt cool. Gefallen mir sehr gut mit den 2 Indianern. Und ja, dann haben wir auch noch ein paar Skorpione mit dabei und so ein bisschen felsartige Sachen, was ich auch nochmal sehr cool finde. Und nochmal so einen ganz kleinen Waffenständer. Insgesamt ein solides Set, aber insgesamt finde ich das Tippi nicht so cool. Als nächstes haben wir dann Flucht der Postkutsche. Das Set hat 30 US-Dollar gekostet und hat 279 Teile enthalten. Was schon mal ganz in Ordnung ist, weil mit dabei waren auch nochmal 5 Minifiguren und 3 Pferde, was ich sehr solide finde. Wir sehen erstmal 2 Pferde ziehen, die Postkutsche. Ja, was schon mal sehr cool ist. Dann ist nochmal ein extra Pferd mit dabei, was mit Dynamit bewaffnet ist. Die Minifiguren sehen auch wieder top aus. Also ich muss sagen, aus dieser Welle sind echt richtig coole Minifiguren mit dabei. Und nochmal die Postkutsche an sich. Ja, die finde ich auch ganz solide gebaut. Insgesamt ein ganz solides Set, meiner Meinung nach. Nicht das Beste, aber ganz in Ordnung. Als nächstes haben wir dann das Kolbo City Showdown Set. Das hat 587 Teile enthalten und 50 US-Dollar gekostet. Mit dabei waren wieder 5 Minifiguren, also eine Minifiguren, finde ich, mangelt es nicht. Plus nochmal, dass das Steinpreisverhältnis bei diesem Set auch super cool ist, meiner Meinung nach. Also auf jeden Fall richtig cool. Dann haben wir hier 2 Gebäude mit dabei. Einmal hier das Quartier des Sheriffs und dann nochmal eine Bank. Sehr cool auf jeden Fall. Ich finde auch, die Bank ist schön gestaltet, auch wenn die von hinten offen ist. Ich glaube, das Quartier des Sheriffs ist von hinten geschlossen. Und ja, die Minifiguren, die dabei sind, habe ich ja schon erwähnt, sind wieder top. Insgesamt, ich würde sagen, mein Lieblingsset aus der Welle. Als nächstes haben wir dann hier die Silberminenschießerei. Und ja, das ist auch schon das vorletzte Set. Das hat 644 Teile und hat 70 US-Dollar gekostet. Mit dabei waren dann 5 Minifiguren. Ja, ganz solide, war halt eben besser. Es gibt halt eben auch Sets mit 50 US-Dollar, wo auch 5 Minifiguren dabei ist. Also an Minifiguren mangelt es ja nicht, habe ich eben schon gesagt. Aber ja, gut, in diesem Set hätten die vielleicht ein paar mehr mit reinpacken können. Ja, und dann haben wir hier die Silbermine mit dabei. Auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingssets aus dieser Welle. Es ist super schön gestaltet. Wow, es sieht einfach nur cool aus. Auch mit einem Totenkopf dann oben und das kleine Häuschen. Sehr cool, sehr cool. Ich finde es einfach nur genial, dieses Set. Ist einfach richtig cool.
als nächstes und als letztes Set haben wir dann die Verfolgungsjagd. Ja, das Set ist ganz solide, meiner Meinung nach. 699 Teile sind enthalten. 100 US-Dollar, also 99,99 und 7 Minifiguren. 7 Minifiguren, schon mal nicht schlecht. 699 Teile für 100 Euro, ja, ich würde sagen, es geht. Weil halt eben auch die Schienen mit dabei sind. Deswegen finde ich das Ganze in Ordnung. Und ja, und nochmal ein schöner Zug. Sehr cooles Set. Insgesamt ein sehr solides Set. So, das waren aber auch dann schon alle Sets aus dieser Welle. Und ich muss sagen, insgesamt ist es eine sehr solide Reihe. Lego Lone Ranger finde ich echt cool. Und ja, schade, dass Lego das eingestellt hat auch. Die sollten mal wieder Sets zum Wilden Westen oder so rausbringen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.